Mein Name ist Ben Marx. Ich bin der Dekan. Und was das ist, da können Sie sich mal mit auseinandersetzen, wenn Sie dann irgendwie an der Hochschule sind. Ich möchte Ihnen ein bisschen die Studiengänge unserer Fakultät näher bringen. Ja, zu internationale technische Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaft und technische Betriebswirtschaft, Automobilindustrie, Setup eigentlich, wie beim Wirtschaftsingenieurwesen, die Unterstützung der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette, Aufgaben wie technisches Projektmanagement und so weiter, wo nachher ein gutes technisches Produkt rauskommt, aber bitte on time, on budget und so. Ja, auf diese Sachen muss man eben auch immer achten. Internationale technische Betriebswirtschaft richtet sich eben stärker auch auf internationale Märkte aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich eigentlich durch die gesamte Fakultät, durch alle unsere Studiengänge zieht, aber hier natürlich besonders im Vordergrund steht. Wenn Sie solche Tätigkeiten haben, wie ich sie gerade für technische Betriebswirtschaftslehre beschrieben habe, dann ist es so, dass wir natürlich hier einen sehr starken Aspekt auf Internationales haben. Ja, also unsere Industrieunternehmen mittlerer, größerer Art, die arbeiten halt nicht alle nur hier im Neckartal, sondern die sind natürlich weltweit unterwegs und die haben auch weltweite Operations mit Werken und so weiter. Und da ist eine internationale Erfahrung sehr wichtig. Bei Automobilindustrie ist natürlich auch Internationalisierung ist überall wichtig. Da ist so ein besonderer Fokus auf die Automobilwirtschaft, auf die Automobilindustrie eben auch konkret gegeben. Ich klicke auch mal hier ein bisschen rum. Ja. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel mal gehe zur internationalen technischen Betriebswirtschaft, dann sehen Sie das hier, dass eben zum Beispiel hier auch immer so ein Reiter ist, Bewerbung und Zulassung. Also Sie haben hier erstmal den allgemeinen Teil. Was ist das für ein Studiengang? Worauf zielt er ab? Was macht man da? Hier gibt es je nach Studiengang noch etwas unterschiedliche Sachen, wo Sie uns auch mal treffen können auf einer Messe. Es gibt Videos zu den Studiengängen, aber auch mitunter zu einzelnen Veranstaltungen, komme ich sofort drauf. Daten und Fakten, wann kann ich da überhaupt anfangen zu studieren? Bei Bewerbung und Zulassung. Über Hochschulstart, das ist also, je nach Studiengang kann das etwas unterschiedlich sein. Und zu den Bewerbungszeiten zum Bachelorstudium kommen Sie auch über diesen Link. Und da sehen Sie auch, wann die Fristen sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Wintersemester anfangen wollen, sich zu bewerben, dann ist, glaube ich, die Bewerbungsfrist der 15. Juli. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald bei uns begrüßen könnten. Tschüss.